Herzlich willkommen zum Sicherheitsinterview der Woche. Heute ist zu Gast Herr Eckhard Neumann, Geschäftsführer der Signum GmbH. Herzlich willkommen, Herr Neumann, ich grüße Sie. Herr Neumann, Pre-Employment Screening, kritische Infrastrukturen, all das sind ja auch Themen der Protect Leipzig, die ja am 21. und 22. Juni stattfinden wird in Leipzig. Und Sie sind einer der Keynote-Speaker zum Thema Pre-Employment Screening, kritische Infrastrukturen. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen inhaltlich, was Sie uns vortragen werden. Genau, das Thema Pre-Employment Screening ist in Deutschland, man kann sagen, angekommen, wird von immer mehr Firmen angefragt. Bei meinem Vortrag geht es darum, wie können Unternehmen im Vorfeld der Einstellung von Personen im Unternehmen Risiken vermeiden, indem sie zum Beispiel Bewerbungen prüfen, zum Beispiel Mitarbeiter auf Sicherheitsrisiken überprüfen, aber auch Reputations- oder Haftungsrisiken ausschließen. In dem Fall zum Beispiel, wenn Sie die Abschlüsse überprüfen, aber auch bestimmte Ingenieurleistungen, die erbracht werden sollen, insbesondere bei kritischen Infrastrukturen, austesten. Also wir hatten in der Vergangenheit Fälle, wo Sicherheitsingenieure Abschlüsse vorgetäuscht hatten an Universitäten, die es überhaupt nicht gab, zum Beispiel in der Schweiz. Ja, das weiß ich auch aus leidvoller Erfahrung von unserer Hochschule. Immer wieder haben wir Anfragen von Unternehmen. Herr Neumann, Pre-Employment Screening und kritische Infrastrukturen, inwieweit ist das gerade für Kritis wichtig, die Menschen, ja, die man einstellen möchte, zu durchleuchten? Ich war gerade in Mailand bei der ACES-Konferenz Europe. Da war das Thema Innentäter oder auch kritische Infrastrukturen schützen. Und da wurde beispielsweise in einem Vortrag gesagt, dass 60% der Handlungen, der dolosen oder sicherheitsrisikovollen Handlungen in Unternehmen von eigenen Mitarbeitern ausgehen, die strafbare Handlungen begehen. Sie haben in Deutschland nach dem Datenschutzgesetz Paragraph 32.1 nur eine Chance, den Mitarbeiter zu überprüfen, nämlich vor der Einstellung. Ja, das, was jeder an seiner Haustür macht, zu schauen, wer geht in das Haus, können Sie natürlich als Unternehmen auch machen, indem Sie schauen, wen lasse ich in mein Unternehmen. Zum anderen ist es so, dass der Bewerbungsprozess von Mitarbeitern, von Bewerbern sich in den letzten Jahren geändert hat, sodass sie auch die Möglichkeit haben, die technischen Möglichkeiten, Urkunden zu fälschen, Titel zu kaufen. Es gibt sogenannte Fake Universities, nicht nur Fake News, wo sie praktisch Abschlüsse kaufen können von gefälschten Universitäten. Ja, aber ich kann mir auch datenschutzrechtliche Probleme gerade bei Pre-Employment Screening vorstellen. Inwieweit ist unser Datenschutz in der Lage, die Unternehmen bezogen auf die vorherige Durchleuchtung ihrer Bewerber zu behindern? Das ist natürlich die Key Question, wie man so schön sagt. Das ist eine ganz wichtige Frage. Der Prozess muss unter hoher Transparenz ablaufen, unter Einhaltung der Datenschutzbedingungen, unter Einhaltung der EU-Datenschutzverordnung und muss mit dem Betriebsrat und auch mit der Rechtsabteilung abgestimmt sein. Die Grundlage für Pre-Employment Screening in Deutschland bildet die Novellierung des Datenschutzgesetzes von 2009, Paragraph 32.1. Und die Einwilligung des Bewerbers ist die grundlegende Voraussetzung, die vor der Vertragsunterschrift zu erfolgen hat. Ja, und wir freuen uns auf die Protect am 21. und 22. Juni 2017 in Leipzig. Und ich freue mich auch auf den spannenden Vortrag dann von Ihnen. Ja, ich kann Ihnen versprechen, dass ich anhand von Fallbeispielen Ihnen zeigen kann, wie sich Unternehmen schützen können im Vorfeld. Es wird sicher eine spannende Veranstaltung. Ich freue mich auch auf die Teilnehmer aus dem Bereich kritische Infrastrukturen, die das Thema auch jetzt erkannt haben. Herzlichen Dank und wir sehen uns zum nächsten Sicherheitsinterview der Woche.